Hallo, willkommen zurück, Leute. Na, wir spielen heute wieder Pokémon Blattgrün. Und mein Ton ist gerade viel zu laut eingestellt, aber währenddessen ich den leise stelle, will ich euch dann nochmal zeigen, wie, oder wollen wir nochmal nachgucken, wie unsere Pokémon so denn dastehen. Beim letzten Mal haben wir ja schließlich das Schiff gereinigt, sozusagen, ne, Deck geschrubbt. Hahaha, wer sich noch an den Kapitän erinnert. Oh Gott, ja, da fangen die Flachwitze wieder an. Ist doch ehrlich, ist doch. Ja, das, genau das wollt ihr hören. Ich weiß es doch auch. Ja, kicken wir mal. Ich würde sagen, erstmal wieder zurück in Pokémon Center, denn unser Quappo, unser Melanin, ist ziemlich ramponiert, um nicht zu sagen K.O. Und das ist sehr nett, Schwester Joy, dass sie wieder mal unsere Pokémon heilen. Ja, ich mag sie einfach. Sie sind so sympathisch, so nett, so freundlich. Und ich bin ihr Stammkunde, also hier in diesem Etablissement des Pokémon Centers. Nicht irgendwas, was sie vielleicht entweige böse Zuschauer jetzt denken mögen. Und ich bin am Religen. Zerschneider, wem bringen wir das bei? Haben wir jetzt das Schneider, ja, das haben wir jetzt mittlerweile mal geschafft. Nachdem ich ja einmal dumm hin und her im Tunnel gerannt bin, haben wir endlich unsere allererste VM. Und die zweite brauchen wir ja auch, und im Moment kann das nur Kangama lernen. Also wird Kangama das auch erlernen. Ja, muss ja. Tut mir leid, geht nicht anders zurzeit. Ja, ich weiß, meine eigenen Regeln besagen, es muss unbedingt im Team sein. Also alle VMs müssen später im Team sein. Das werden sie auch. Aber da ein festes Teammitglied bisher es nicht lernen kann, oh, das vergesse ich doch. Komm, Raserei ist blöd. Da ein festes Teammitglied, wozu Kangama jedenfalls nicht gehören wird, Zerschneider sonst nicht lernen kann, muss es Kangama jetzt erstmal machen. Tut mir leid, Leute, tut mir leid, aber so ist es. Und worüber ich mir auch Sorgen mache, die nächste VM, die wir bekommen werden, ist Blitz. Und wir haben kein Pokémon, was Blitz lernen kann. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass eines von diesen Pokémon Blitz lernen werden kann. Blitz lernen werden kann. Ach ja, Deutsch, du böse Sprache, ich bin dir nicht mächtig. Nimm dich vor Hochspannung in Acht. Ich habe tief angefangen. Und Ende hoch. Juhu. Ich habe einen Schlag gekriegt. Ach so. Jawohl. Ach so. So hieß mal der Schäferhund meines Opas. Also einer der Schäferhunde meines Opas. Ich mochte ihn nicht. Aber schön, dass du, Magneton, ein Elektro-Pokémon bist und Überroller daneben geht. Ich weiß, es ist auch Stahl und es kann Triplette, was ziemlich blöd ist. Ach komm, Venomen, jetzt fange ich gleich wieder so an. Also du machst hier gerade wieder einen ganz schlechten Eindruck. Das muss nicht sein. Du hast da so einen roten Punkt auf der Stirn, also... Ja, ist sehr effektiv, finde ich auch ganz gut so, denn Magneton setzt wieder Triplette ein. Alles klar, ist kein Problem für uns, denn Melanin hat eine wunderbare Verteidigung. Sieht man ja auch schon, ist ja ein kräftiger Bursche, ach komm. Ein kräftiger Bursche, ja, Rückstoß. Das könnte jetzt allerdings etwas knapp werden. Und ich würde sagen, ein Duplex-Sieb sollte ja reichen, falls Melanin das überlebt. Bitte, komm. Du schaffst das, ich glaube nicht ganz fest und du bist ein Volltreffer, na, da bin ich machtlos und jetzt kriegt Chucky die EP. Alles fertig, los Chucky! Chucky setzt Glut ein. Denn Glut tut gut und Glut ist effektiv gegen Stahl. Magneton wurde besiegt, die hatten Melanin schön zu Gesicht gestanden. Au. Okay, was ist eigentlich so im hohen Grad? Willst du nicht kämpfen? Oder haben wir gegen dich schon gekämpft? Tauros! Cool. Nettes Pokémon. Ich weiß noch, wie Ash sich einfach meine ganze Herde gefangen hat. So über 30 Stück oder was es waren. Ach komm. Jetzt versuche ich hier gerade zu kämpfen. Tauros möchte ich nicht fangen. Und du? Ach, du willst doch kämpfen. Danke. Meine Pokémon müssten bereit sein, ja, das ist nett.
Denn wenn sie nicht bereit wären, könnten wir nicht kämpfen. Gut, ich wurde jetzt nicht gefragt, ob ich kämpfen will oder nicht, aber naja. Das wird man ja hier eher sowieso. Oh, Sneeple. Oh, wie süß. Sneeple ist und nicht Eis. Oder? Ja, doch, müsste. Müsste es sein. Dann würde ich doch mal meinen. Feuer. Yum, 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 yum. Feuer. Yep. Ist wunderbar effektiv, finde ich auch sehr schön. So, und wir dürfen natürlich zuerst. Obwohl Sneeble ist ein recht schnelles Pokémon, das muss man einfach mal sagen. Also da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass. Gut, wir sind natürlich 7 bzw. 8 Level drüber, aber es hätte durchaus sein können, dass Sneeble schneller ist. Aber dem ist nicht so und deswegen ist Sneeble ja jetzt auch weg und Volltreffer hätte auch eine Runde früher kommen können, ganz ehrlich. Dann würde das hier alles eine Runde weniger dauern. Aber nein. Das wird uns ja nicht vergönnt. Und es brennt. Evil King brennt. Ich stelle mir das immer sehr komisch vor. Wenn so ein Pokémon voll in Flammen steht. Und so ein Trainer steht da ganz seelenruhig und lässt es weiterkämpfen und denkt sich, ja, ja, komm. 5 Runden später, Alter. Das schaffst du noch. Das schaffst du noch, Evil King, komm. Wobei ich unlogisch finde, dass dann der Angriff reduziert wird. Weil ich meine, so ein brennendes Pokémon. Wenn ein brennender Mensch auf mich zuläuft, dann denke ich nicht, ach, den schaffe ich schon, der macht dir nur noch einen halben Schaden. Dann denke ich, ich renn weg, der zündet mich auch an. Wobei man automatisch Feuerschlag lernen müsste dann. Das wäre cool. So von wegen, Nidoking brennt, Nidoking versucht, Feuerschlag zu erlernen. Soll Nidoking eine andere Attacke für Feuerschlag vergessen? Ja, nein. Das wäre irgendwie ziemlich cool. Das hätte irgendwie eine sehr perfide Logik, aber es wäre auf eine Art sehr, sehr witzig. Denke ich mir mal in meiner kleinen Fantasie. Achso, gegen dich haben wir schon gekämpft, wunderbar. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Du. Du, du, du. So richtig unheimlich, so du, du, du. Das würde jetzt etwas Schreckliches passieren, oder ein Elektriker. Mechaniker Dennis. Na, Dennis. Ein Chirox. Warum haben eigentlich alle Mechaniker irgendwie ein... na komm, sagt's. Stahl-Pokémon. Genau. Müssten sie, ja, Elektro-Pokémon, gut, Magnetron ist okay, das hat, war wie so ein Elektro-Pokémon, aber warum Stahl? Vor allem, warum Käfer-Stahl? Das passt so gar nicht. Bitch-Slap. No, es hat wohl ganz nett EP gegeben, muss man ja mal sagen. Gut, Chirox, das kennen wir ja nun. Zu Genüge, wir wissen, wie man einen Chirox besiegt und dich nochmal sprechen muss nicht unbedingt sein. Lieber den alten Knacker da. Ich habe noch nie gewonnen. Oh, das tut mir so leid. Armer alter Mann. Sitzt hier mit seiner Büchse, wo ich wahrscheinlich ein bisschen Geld reinwerfen soll. Sitzt auch nur mit dem Bademantel da, das ist dann schon ein bisschen unheimlich und ja, super. Bedroher, ja, aber schön, dass es zwei Feuer-Pokémon sind. Das kommt Manaman natürlich sehr zurecht. Sehr zugegen. Ich würde sagen, Arcani ist eigentlich, ja, Arcani. Und, ja, konzentrieren uns erst auf ein Pokémon. Das sollte dann schon klar sein und das sollte eigentlich auch das Ende sein jetzt für. Arcani. Ja gut, das bringt so rein gar nichts, aber lassen wir das mal. Wir versuchen hier niemanden was beizubringen. Und oh Gott, das ist ja mehr. An die Klugscheißer. Ihr wisst schon, wer gemeint ist, ja. Ist es nicht so, dass wenn man verbrannt ist, nur der Angriff gesenkt wird? Also, da stelle ich mir jetzt vor, der physische Angriff.
Und Aquaknarre ist eigentlich speziell. Ist es dann so, dass beide Angriffswerte gesenkt werden und nicht nur der physische, sondern auch der spezielle? Das wäre irgendwie ziemlich arschig. Oder hat Arcani einfach wirklich so eine hohe Spezialverteidigung? Kann ich gleich mal nachgucken. Aber eigentlich... Das hätte reichen müssen, nee. Das ist eine effektive Attacke mit Stab, mit Schwäche. Boah, das hätte reichen müssen. Leute! Du setzt nochmal Finta auf Luna ein, natürlich. Also ist gerade so eine Frage, die ich mir stelle, ja, doch. Damit beweise ich wieder meine totale Noob-Haftigkeit im Pokémon, ich weiß, aber... Wenn ich ehrlich bin, finde ich Pokémon-Let's Plays auch interessanter, wenn jemand nicht so 100% die Ahnung hat. Ich meine, ich gucke mir auch gerne jemanden wie Sui Shumaru an, der ja absoluter Vollprofi ist. Das muss man ja mal so sagen. Alles andere wäre ja auch gelogen. Der hat mal Ahnung, wenn er von Pokémon redet. Dem glaube ich da auch alles. Soweit. Weil ich es dir eben auch nicht besser weiß. Also von daher. Von welcher Seite möchte ich dich mal untersuchen? Hier, Fluchtseil. Na super, das war definitiv die richtige Wahl. Nicht. Hust. Hahaha, bisher hab ich noch nie verloren. Ganz im Gegensatz zu dem Loser da oben. Ja, das ist ja schön. Wahrscheinlich hast du den da oben auch noch abgezockt. Dirk. Elektroball und Magneton. Hm. Kann ich mit leben. Ach, Venomann brennt ja noch. Ach, verdammt. Das ist schlecht. Du gehst da drauf und du natürlich da drauf. Dann ist alles andere wäre ja auch Quatsch. Wobei es ja auch schon Quatsch ist, Manaman hier überhaupt kämpfen zu lassen gegen zwei Elektro-Pokémon, aber naja, sei es drum. Aber das war schön gemacht, ja. Level 49, ja! Und Manaman dürfte sich, glaube ich, jetzt selbst besiegen, was ziemlich dämlich ist. Nee, oder? Mit Verbrennung? Ja, doch. Super. Das war ja super schlau. Na, egal. Ach, ich muss auch noch. Boah. Elektroball ist schnell, aber mit dem Levelunterschied sollten wir schneller sein. Ja, zweimal Find oder auch nicht. Aber es setzt zum Glück nur Walter ein. Sehr effektiv, ich sehe es. Ja gut, 13 Level, aber trotzdem. Und einmal Finte reicht sogar, das ist ja richtig geil. Das gefällt mir. Oh, mein erstes Mal. Verloren. Das war purer Zufall, nichts als Glück. Ja, mein Freund, ich glaube nicht an den Zufall, ich glaube an Wahrscheinlichkeiten. Und glauben ist definitiv auch das falsche Wort, denn, naja. In meiner Klasse bin ich der Beste. Das ist super, das freut mich. Nur habe ich nicht danach gefragt. Valentin! Mensch, Saraza, was machst du denn hier? Radikal, ich mag dich nicht. Du bist nervig und du setzt wahrscheinlich eh gleich Hyperzahn ein. Oh, nein. Interessant. Grimasse soll es sein. Initiative sind stark und auch nur Verfolgung. Ja. Ich habe sogar kurzweilig mit den Gedanken gerade gespielt, Pokémon zu wechseln. Eieieiei. Das wäre gar kein schlechter Move gewesen, das müssen wir mal anerkennen. So, mach du mal hier Statusänderungen, das interessiert mich so ziemlich gar nicht. Und das war's wieder mal. Okay, ich muss meine Pokémon mehr trainieren. Hui, ich bin nicht der Beste. Aus den Bergen steigt manchmal ein dickes Pokémon herab. Es ist sehr stark. Versuch es mal zu fangen, du Loser. Ja, Loser. Wahrscheinlich. Ja, ja. Ich hab dich besiegt. Hast mich besiegt? Du bist voll der Buhn, ey. Was kann man denn hier eigentlich so fangen? Das müssen wir ja mal nachgucken. Immer noch Tauros. Okay, und sie werden schwächer. Doppel-okay. Bedroher! Ach, das Vieh kann Bedroher, ist ja sehr ätzend.
ist ja schon ein bisschen mehr. Ein Ariados. Das ist ja mal cool. Diese lila-gelb-Kombination ist sowieso ziemlich cool. Da begnüge ich mich mal, es sogar zu besiegen, denn ich habe Spaß dabei. Ja, ich bin so ein Typ, der holt die Lupe und grillt Ameisen. Nein, habe ich nie gemacht, ganz ehrlich. Weil ich mit Ameisen lieber andere Sachen angestellt habe, und zwar sie schön verwirrt, indem ich Honigspuren oder Zuckerspuren gelegt habe auf einen Eisstäbchenstick und dann dieses Eisstäbchenstick einfach umgesetzt habe in zum Beispiel Wasser, weil ich ja von einem Experiment gehört habe, weil wie viele ja wissen, dass sie eine Säurespur legen und sich daran dann orientieren, zum Beispiel auch die nachfolgenden Ameisen orientieren sich dann an der Säurespur der Vorgänger. Und so kann man sie ganz leicht irgendwie in eine Falle locken, verwirren. Das ist immer sehr nett. Ja, so ein kleines verhaltensbiologisches Experiment, das ist schon ganz nett gewesen. Kann man nicht sagen, das wäre verkehrt. Also, liebe Kinder oder Jugendliche oder Heranwachsende oder Erwachsene, könnt ihr auch mal testen. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Genauso interessant wie dieses Voltenso, würde ich mal meinen. Hey, damit hätten wir doch ein Pokémon, was Blitz lernen kann. Und du überlebst, aber gut jetzt, ja? Na, super. Ja. Ihr seid Hunde. Schnüffelt mal. Am Arsch, ich weiß. Das typische Verhalten von Hunden. Ist ja egal, wir wollen hier keine Verhaltensstudien machen über Hunde. Haben wir gerade schon über Ameisen geredet. Oh, das wird bizarr. Ich könnte jetzt Quappo wieder gebrauchen. Es kann Hypnose. Das wäre unglaublich nützlich. Was haben wir denn noch? Das ist ein Elektro-Pokémon. Wir haben noch Lomi, Klammermann, Coronis. Du kannst. Nein, nein, gut, so Schneider. Entschuldigung, ich leicht verschluckt. Ich bin im Überlegen. Blut hältst du ja nicht nochmal aus. Ein Biss wahrscheinlich auch nicht. Nee, die anderen sind alle zu stark, ebenso. Das ist nicht. Opfer ich meinen Superball, vielleicht klappt das ja dann besser. Puh, das sieht natürlich sehr, sehr, sehr erfolgreich aus. Na komm, ich will dich fangen und dann kann ich den Part auch schon beenden. Na, bleib doch drin. Ach du Mist. Ja, ja, okay. Immer wieder eine spannende Sache, ein Pokémon kommen. Ich habe jetzt hier auch wenig Lust, dass du alle meine Pokébälle kostest. Ich würde dich gern weiter schwächen, aber ich glaube, jede weitere Attacke aus unserem Attackenpool wird dich vernichten. Wobei Smog ist ja eine sehr, sehr schwache Attacke und dient ja eigentlich nur, um zu vergiften, wenn man ein Pokémon hätte, das einsatzbereit ist für Smog. Okay. Komm, Coronis. Ist zwar absolut im Typen Nachteil, ich weiß, ja gut. Coronis wird das Fiebel. Okay. Okay, kann ich mitleben. Jetzt sollte es doch eher klappen. Ja, verdammt. Dann schnüffelst du aber auch an allem, oder? Ist ja widerlich. Nein, ich versuch's weiter mit dem Pokéball. Superbälle möchte ich mir auch sparen, solange ich sie nicht kaufen kann. Wobei in der nächsten Stadt sollte ich sie ja käuflich erwerben können. Und Voltenso geht mir ganz schön auf den Sack.
Um das mal so deutlich zu sagen. Pokéball, los! Na komm. Oh, ja. Also Superbälle bringen ja so richtig viel. Ich will dich haben. Jetzt zieh hier den Part nicht unnötig in die Länge, du Mistvieh. Ja. Nee. Ah, wir brauchen Quappo dafür. Das ist nervig. Bleib jetzt drin. Na, geht doch. Endlich. Puh. So, liebe Leute, ich würde sagen, damit beende ich den Part. Ich danke fürs Zugucken. Achso. Ja, seht ihr dann beim nächsten Mal den Spitznamen, würde ich sagen. Ich beschäftige mich damit und ihr beschäftigt euch, Kommentare zu schreiben. Das ist immer eine gute Möglichkeit. Bis dann, liebe Leute. Tschüss.